Ja, hallo, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen sonnigen Sonntagmorgen. Heute geht es um das Thema Faktoren. Die wichtigsten Faktoren für finanziellen Erfolg oder welche Faktoren sind denn überhaupt wichtig für finanziellen Erfolg? Grundsätzlich meiner Meinung nach und Auslöser für dieses Video war ein YouTube-Kommentar eines Kommentators, der mich gefragt hat, naja, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, diese Aktie oder jene Aktie zu kaufen? Also er hatte sich darauf, ich glaube, das war Gazprom-Aktie oder eine andere Aktie auch noch. Ich werde darauf noch später detaillierter in dem dritten Slide dieser Präsentation eben zu sprechen kommen. Da werde ich euch noch ein paar Ausdrucke von diesem Kommentar dann zeigen. Sag mal ganz kurz für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Du bist jetzt hier gerade auf meinem YouTube-Kanal. Der Mission Millionär heißt, es ist ein Projekt, sozusagen ja, ein Non-Profit-Projekt. Ja. Also ich verdiene damit kein Geld. Meine eigentliche Firma, womit ich Geld verdiene, ganz kurz zu meiner Person, ist Coaching und Consulting Services. Wir sind eine Firma, wir haben uns spezialisiert auf Sales- und Marketingstrategien für die IT-Industrie. Also viele kleinere IT-Firmen haben wir hier bereits ja, unterstützt und innerhalb von wenigen Jahren ja, knapp Firmen mit knapp siebenstelligen knapp sechsstelligen Umsätzen auf siebenstellige Umsätze katapultiert. Ja. Die meisten unserer Kunden sind da ja so kleinere Startups, also Softwarefirmen, IT-Infrastrukturfirmen, hochspezialisierte Dienstleister meistens auch, ja, wie zum Beispiel IT-Security und ähnliche Sachen. Wenn du zufällig in der IT-Firma, in der IT-Branche zu Hause bist und hast Interesse an dem, was wir da so genauer machen, kannst du mich jederzeit gerne kontaktieren auf kleinmarketing.com. Ja, das ist dann sozusagen, kannst du auch mal auf der Seite vorbeischauen oder mich kontaktieren. Ja, warum habe ich dieses Projekt hier oder dieses YouTube-Kanal auf Mission Millionaire umgetauft? Ja, meiner Meinung nach ich bin davon überzeugt, dass der Millionär von morgen, ja, also was noch zu meiner, jetzt haben wir die letzten 20 Jahre oder so Millionär, ne? Nur ganz wenige werden jemals Millionär und meine Familie ist ja auch so eine vertriebene Familie aus den östlichen Regionen vor dem Zweiten Weltkrieg und dann nach dem Zweiten Weltkrieg eben, ja, das noch verbliebene Deutschland rüber getrieben worden in so ein paar Viehwaggons und mussten dann wieder von ganz null anfangen, ja, ihre Ländereien wurden einfach beschlagnahmt und ihre Häuser niedergebrannt und sie konnten durften auch nichts mitnehmen und wurden dafür auch nie wieder entschädigt. Ja? Aus diesem Background, also da war ja sogar Studieren war ein Tabuthema, ja, als mein Vater 20 Jahre alt war und Millionär werden war nie wirklich Teil der Gedankenwelt oder der Vorstellungskraft. Ja, aus dem Hause, wo ich komme, leider. Ja, das heißt, diese Mindsets, die musste ich mir alle selber aneignen. Immer Step for Step, also an mir selbst arbeiten. Und ich bin sogar der Meinung, wenn du heute 20 Jahre alt bist, dass ja, der Millionär nichts Besonderes mehr sein wird. Denn, ich sag mal, in 10 oder 15 Jahren, dass letztendlich die Mittelschicht sozusagen sich aufsplitten wird, verschwinden wird über die Digitalisierung und in 20 Jahren wird wahrscheinlich, da gibt es unterschiedlichste Hochrechnungen, aber sag mal, so ein Mittelwert daraus sind ungefähr 40% der heutigen Arbeitsplätze sind einfach weg, die digitalisiert, ja. Und da besteht auch kein Zweifel dran, ja. Also ich meine, du kannst dir mal 5 Jahre abziehen oder dazuzählen oder ein paar Prozente abziehen oder dazuzählen, ja. Aber ich bin aus der Branche und ich weiß, was da tagtäglich passiert und ich weiß auch, dass diese Gleichung exponentiell sein wird, genauso wie die Entwicklung des Quantencomputers oder unsere heutigen Chip-Technologie. Ja, die verdoppelt sich ja auch. Über die letzten 10, 15 Jahre hat sich die Leistungsfähigkeit unserer Chips ja auch verdoppelt jedes Jahr und ist auch nicht granular gewachsen, ja, oder linear, sondern eben exponentiell. Ja, soweit ganz kurz als Intro. Wie gesagt, ich bin des Häufigen und auch was ich auf vielen Facebook-Gruppen bezüglich Aktien immer wieder sehe, ja, soll ich jetzt diese Aktie kaufen, soll ich jetzt jene Aktie kaufen? Die Leute raufen sich die Haare momentan, ja, aufgrund des letztwöchigen Absturzes an den Indizes denken sie sich, ja, naja,
Wo ist denn jetzt meine Chance? Ja. Und hier mal einfach ein paar wichtige, wirklich wichtige Tipps in deinen Kaufentscheidungen oder Investmentsentscheidungen generell. Und ich möchte auch mit diesem Video hier mal ein bisschen dazu aufrufen, einfach mal dein ganzes, das Thema investieren oder Geld anlegen oder Millionär werden oder vermögend werden oder sagen wir mal Rentenvorsorge betreiben, ist jetzt, letztendlich steckt ja nichts anderes dahinter, ja, dass du eben im Alter ein würdiges Dasein eben noch, wenn du nicht mehr so performant bist, ein würdiges Dasein dir ermöglicht, einen guten Lebensstandard. Wer weiß, wo in 20, 30 Jahren die Preise sind, ja. Es wird ja fleißig gedruckt und inflationiert. Vielleicht gibt es dann auch keinen Euro mehr, so wie wir ihn heute kennen, was auch immer, ja. Aber du musst halt was tun dafür, ja. Und das sind sich ja so viele, die auf diesen Gruppen sind, die sind sich dessen bewusst und die fragen sich halt, okay, ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Und hier hatte ich eben letztendlich dann die Frage, Gazprom-Aktie wäre vielleicht jetzt etwas. Und dieser Satz, der war letzten Donnerstag. Ja, und dann habe ich eben geantwortet und so weiter, dass ich dann eine Kaufordere hatte bei 5 Euro und so weiter, die schon seitdem, also ewig alt ist. Ich auch da jetzt erstmal keinen Grund drin sehe und so weiter. Ihr könnt euch den Kommentar alles selber durchlesen, wenn ihr einfach aufs Video geht. Ja, das ist das drittletzte Video, könnt ihr auf eurem Kanal eben selber alles anschauen und durchlesen. Aber wie wir alle wissen, am Freitag ist die Gazprom-Aktie schon ganz schön abgerutscht, nämlich weit unter 5 Euro. Ja, und wenn du dann natürlich dann musst du natürlich entsprechend deine Entscheidungen fällen. Ja, und hier gibt es keine Antwort. Ja, also hier so eine Frage wie die 82, 28 Black Akai oder ja, also wieder super anonym, kein Mensch weiß, wer das überhaupt ist. Ist auch wurscht. Aber viele fragen sich halt diese Frage. Ja, wahrscheinlich Tausende. Jetzt kaufen. Ja, ja oder nein? Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ja, ich will jetzt die Antwort und ich will jetzt die Wahrheit und ich will jetzt die richtige Antwort auf diese Frage und niemand kann dir die geben, auch kein. Ich nehme ja keine, Na ich nenne ja keine Namen, ja. Auch keine Hedgefondsmanager, auch keine Supergurus, auch keine Crash-Propheten, auch keine super positiv eingestellten Trading-Coaches. Niemand kann dir so eine Frage vernünftig beantworten und schon gar nicht, wenn er dann die ganze Situation nicht kennt. Ja, und da eben hier jetzt mal ein paar ganz, ganz wichtige Punkte, weil diese Frage kann sich nur jeder für sich individuell beantworten, richtig, ja. Also, jetzt mal hier ganz kurz ein paar Faktoren für den finanziellen Erfolg. Ja. Zeitfenster. Ja. Ich wusste bei diesem Kommentator und Abonnenten höchstwahrscheinlich meines YouTube-Kanals überhaupt nichts über sein Zeitfenster. Wie alt bist du überhaupt? Ja, du stellst mir so eine banale Frage, da müsste ich erstmal fragen, ich müsste erstmal ein ganzes Profil, müsste jetzt erstmal sozusagen lizenzierter Berater, der letztendlich auch den jetzt zum, hier beraten wollen würde, ja, müsste jetzt ein ganzes Profil erstellen, um den überhaupt mal beraten zu können, überhaupt mal erstmal anzufangen, ja. Wenn du 20 bist, dann sieht deine Strategie an der Börse zu investieren vielleicht ganz anders aus, wie wenn du 30, 40, 50 oder 60 bist, ja. Wie gesagt, war komplett anonym. Ich wusste nichts über den Typen. Ich kann dir überhaupt gar keine Antwort, selbst wenn ich wollen würde, hier vernünftig geben können. Ist natürlich was ganz anderes. Du kannst natürlich ganz andere Risiken eingehen, wenn du halt unterschiedlich alt bist. Ja? Wenn du 20 bist, kannst du noch eigentlich gar nichts falsch machen, ja? Weil du bist ja noch gerade in der in der Entwicklungsphase überhaupt mal Erfahrungen zu sammeln da draußen, die nichts mit der Schule zu tun haben. Ja? Wir haben ja eh so ein ewig langes Schulsystem, was sich so ewig dahin zieht. Nur mal im Vergleich zur UK, also Großbritannien, wo ich dessen Schulsystem ich schon immer geliebt habe, schon vor 20, 25 Jahren. Ich bin da möglichst schnell auch hin. Soweit es mir damals war, der Pfund noch im Verhältnis 1 zu 6, also eine 6 Mark für einen Pfund, sowas in der Richtung, ja. Also ich habe mein Bestes getan, immer gespart und gearbeitet und dann bin ich da immer hin und mein Gott, die sind mit 17, 18 entscheiden die sich für drei, vier Fächer, ja, und dann geht's ab und alles schnell, schnelle Bachelor, die gab es da damals schon und mit 25 haben die bereits ihre Familie und ihr erstes Haus, ja.
da wo bei uns manche in Deutschland sich erstmal anfangen zu entscheiden, was sie überhaupt studieren wollen, ja. Aber wie gesagt, kulturell, ja, Time Horizon ist ein wichtiger Faktor. Das nächste sind Opportunitätskosten. Und das geht jetzt schon ein bisschen über die Grenzen auch der Börsen, Börsen investieren. Und jetzt ist auch wieder im Zuge des Coronavirus einfach Aktienmärkte in aller Munde und so weiter. Und davor war eben sehr viel Euphorie. Meiner Meinung nach eigentlich nicht überdimensional viel Euphorie, weil eben schon viele auch von sozusagen vom bevorstehenden ja, Korrekturen und Crashes ständig auch in so Social Medien also sehr stark vertreten war. Ja. Aber Coronavirus in dem Fall war halt sowas ähnliches wie so ein schwarzer Schwan oder so. Ja. Also was völlig unvorhergesehen ist. Womit all diesen anderen Faktoren, die ständig diskutiert worden sind und durch die alle Medien getrieben worden sind und Bücher darüber geschrieben worden sind, niemals vorgekommen. Ja, also ich kenne kein einziges Crashbuch, wo Coronavirus drin vorkam. Ne? Ist ja logisch. Also von daher Opportunitätskosten. Also jeder muss sich fragen, wenn er sich jetzt die Frage stellt, naja, ich habe ein bisschen Geld übrig, offensichtlich, sonst würde ich die Frage nicht stellen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, in Gazprom-Aktien zu investieren? Ja, das war die ganz konkrete Frage. Vielleicht solltest du dir einfach mal grundsätzlich die Frage stellen, für deinen finanziellen Erfolg auf dein ganzes Leben hin bezogen, was du grundsätzlich mit deinem Geld oder je nachdem, wie viel Geld du hast oder wie du es aufteilen willst, worin du das investieren könntest, außer jetzt überhaupt grundsätzlich in den Aktien und in der Börse. Und deswegen habe ich ja meinen Kanal hier auch Mission Millionär umgetauft und nicht Aktienfinder oder Aktienmöger oder Aktien sind die besten oder Aktien mit Verstand oder in Aktien investieren mit rational oder irgendein so ein Aktienkanal. Denn hier geht es grundsätzlich um ja, die Mission, vermögend zu werden. Und die beinhaltet einfach viel mehr im Leben, meiner Meinung nach, als wie einfach nur Aktien sich ständig über Aktien den Kopf zu zerbrechen. Und ganz besonders jetzt in so volatilen Zeiten. Vielleicht solltest du dir auch mal die Frage stellen, zu sagen: Okay, ich habe irgendwie 10.000 Euro übrig. Was außer Aktien kaufen könnte ich denn mit diesen 10.000 Euro noch machen? Ich könnte mich weiterbilden. Ja, ich könnte zum Beispiel Sprachkurse im Ausland. Ich kann dir eins versprechen. Ich habe, sagen wir mal so, zwischen 25 und bis 30 und darüber hinaus. Ja, im Zeitraum von 6, 7, 8 Jahren, ja, habe ich als ich studiert habe, habe ich jede Semesterpause. Als ich gearbeitet habe, habe ich jeden Urlaub, jedes zur Verfügung stehende lange Wochenende, habe ich genutzt, um Sprachurlaube zu machen, um zu reisen. Ja, und sagen wir, wenn ich ein, zwei Wochen am Stück Zeit hatte, habe ich Sprachurlaube gemacht. Ich glaube, in meinem ganzen Leben erst zwei Strandurlaube gemacht. In meinem ganzen Leben, ja. Aber bestimmt ja, Dutzende von Reisen, ich weiß nicht, vielleicht schon 100. Und es gibt fast keine Stadt in Europa, zumindest in Westeuropa, wo ich nicht schon mal besucht habe. Und es gibt keine wichtige Sprache in Europa, die ich nicht zumindest mal ansatzweise studiert habe. Warum? Ja, nicht um unbedingt jetzt alle Sprachen fließend zu sprechen, ganz im Gegenteil. Also als ich ja, in so sozusagen siebte, achte Klasse war, da hatte ich in Englisch immer eine 6 plus oder sowas, ja. Also das lag auch ein bisschen an den Lehrern, glaube ich. Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, hey, also so dumm kann ich doch nicht sein. Jetzt gehe ich einfach mal nach England, ja, und beweise jedem, dass ich doch Englisch kann. Und schwuppdiwupp konnte ich Englisch, ja. Ich habe dort studiert und alles. Also von daher, ich habe auch in diesen Sprachreisen und so weiter. Also du kannst das, wenn du zum Beispiel hier ja, aus Deutschland jetzt bist, ja, und gehst immer nur im Urlaub, sag mal, verlässt das Land immer nur für Urlaub, ja, so Strandurlaub, so typischer Mallorca-Urlaub, ja, und so weiter.
Und ich weiß, wie das ist. Ich war da vorletztes Jahr auch, bin mitgezogen worden. Und dann triffst du dort natürlich auch halt irgendwelche Urlauber. Meistens dann auch Deutsche oder so, ja, in Mallorca sowieso. Du hast einen ganz anderen Exposure, ja, du hast einen ganz anderen Zugang zu Leuten. Also wenn du Sprachkurse machst, da triffst du dann plötzlich Studenten, wenn du jünger bist, auch Studenten von Harvard, Studenten von was weiß ich woher, die einfach das so als Nebenfach machen, irgendeine Sprache, ja, aus Kanada, aus den USA, aus Australien, aus Israel, aus weiß der Kuckuck woher, aus Ägypten, überall her. Ne? Und da hast du meistens, bist dann so, hast du meistens so Mischklassen von, ich weiß nicht, 10 bis 25 Personen maximal, ja, sagen wir mal 15 Personen. Und von diesen 15 Personen hast du vielleicht 10 oder 12 Nationalitäten. Ja? Und das ist einfach, das sind Erfahrungswerte, die sind eigentlich mit Geld gar nicht bezahlen. Und ich meine, so ein Kurs kostet halt dann vielleicht, also der Sprachkurs kostet dich vielleicht ein Tausender im Monat und die Unterkunft ein Tausender im Monat, ja. Und wenn du jetzt mal schaust, was kostet dich, ja, so ein Mallorca-Urlaub für 2 Wochen oder sowas, ja, ähnlich vergleichbar. Und dort hast du mindestens genauso viel Spaß, wenn nicht noch mehr. Und das hängt auch von dir dann selber ab, wie viel du da lernen willst und wie viel nicht, ja. Also du kannst da auch nur sehr wenig lernen und sehr viel Spaß haben, meistens, besonders in den Anfängerklassen, ja, das sind also halt Leute, wie gesagt, aus der ganzen Welt, die zum ersten Mal, sagen wir mal, in Barcelona sind, ja, oder die zum ersten Mal in ihrem Leben in Rom sind oder in Florenz oder in Krakau oder in Prag, ja, egal welche Sprache oder Land oder Stadt du dich entscheidest, ja, oder Paris. Ja, was glaubst du? Du bist in der Klasse, stell es mal so vor, in der Klasse mit 10, 15 Leuten, ja, aus der ganzen Welt verstreut, die alle zum ersten Mal in Paris sind. Glaubst du, die setzen sich den ganzen Tag nur hin und lernen Französisch-Vokabeln? Ja, natürlich haben die auch ihren Spaß. Und du hast dort einfach von dem, was, also das sind die Opportunitätskosten in dem Sinne, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe 2000 Euro übrig, mache ich vielleicht so einen Auslandsaufenthalt, mal für einen Monat. Und das könnte theoretisch, bei mir war das damals mein erster Aufenthalt, damals war in Perugia für einen Monat, ja, ich habe da vom Zivildienst also irgendwie dann so 1000 Euro bekommen oder sowas als Auslöse oder was es da war. Und dann habe ich gesagt, hey, die schmeiße ich da jetzt einfach mal rein. Ja, ich muss einfach raus aus Deutschland, ja. Ich war davor zwar auch schon in England immer, aber ja, ich wusste also schon, das hat seinen Sinn und Zweck. Und dann bin ich da eben hin und dort, also das war der Wahnsinn, ja. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich habe jetzt 1000, 2000 Euro, soll ich jetzt irgendeine Aktie kaufen oder halt sowas machen? Einfach mal überlegen, was vielleicht mehr wertvoller für dich sein könnte, besonders wenn du halt jung bist, was dich vielleicht weiterbringen könnte. Naja, jetzt gibt es natürlich wieder andere, die sagen, hey, ich habe hier noch so einen tollen Kurs und kauf dies und jenes, weißt schon, also digitale Kurse und so weiter. Würde ich nicht groß machen. Ich habe auch da investiert und mein Gott. Heute ist alles so digital. Schau, dass du unter Leute kommst. Ja, schau, dass du unter Leute kommst. Das kann ich jedem nur empfehlen. Ja, zum Beispiel Master Degree. Auch super, wahnsinns geile Idee. Und nicht, weil ich an unser Schulsystem oder unser Universitätssystem so unglaublich glaube oder irgendwas. Aber ich kann dir eins versprechen. Ich war an vielen Universitäten, habe dort immer wieder diese Sprachkurse gemacht und ich habe auch so studiert, ja, ein volles Degree und so weiter. Und ich kann sagen, ich war zum Beispiel in New York für 3 Jahre und dort gab es natürlich auch mal viele Masterklassen. Also das waren auch wieder so ganz ähnliche Konstellationen von Leuten. So eine Klasse von 100, 200 Masterstudenten aus der ganzen Welt verstreut. Ja. Spanier, Griechen, was weiß ich alles, ja. Die natürlich auch entsprechend Party machen und die Sau rauslassen und natürlich auch dann Phasen haben, wo sie stark studieren, aber du kombinierst halt so viele Dinge hier. Ja, du lernst eine neue Sprache. In der Regel würde ich so ein Master-Degree immer im Ausland machen, egal wo du hingehst. Es ist unbezahlbar. Ja.
was du da an Mehrwert hast. Ich weiß, dass viele sehr stark verwurzelt sind. Ne? Also zum Beispiel hier so die Münchner und so weiter in München, die sagen einfach, naja, ich habe hier meine Freunde, meine Freundin und dieses und das und jenes und ich möchte, weißt du, die Macht der Gewohnheit, da komme ich jetzt gleich noch dazu, ja, diese Bequemlichkeit, ja, einfach den Arsch mal hochzukriegen. Aber wenn du es noch nicht überwunden hast und einfach mal ins Ausland gehst, ja, für ein Jahr oder was, ja, und oder sei es auch nur für einen Sprachkurs für ein paar Monate, so zum Beschnuppern, das könnte aus dir einen anderen Menschen machen. Und dass das auch vielleicht sogar deine bestehenden Freundeskreise und so gar nicht so gerne sehen, weil die ja so nicht wissen wollen, die wollen ja nicht, dass du dich groß veränderst oder vielleicht ja, neue Leute kennenlernst, ja. Kann natürlich auch klar sein, ja. Aber diese Entscheidung musst du für dich selber treffen, ja. Und niemand anderes sollte diese Entscheidung für dich treffen, ja. Das ist ganz entscheidend. Ja, Spezialisierung in deinem Bereich, so gut wie alle Nicht-Spezialisten werden künftig digitalisiert. Also es ist wieder das Thema Digitalisierung. Diejenigen, die noch gefragt sein werden, werden die mit den Spezialkenntnissen sein. Na, wie gesagt, in meiner Firma, halt so kleinen Marketing, also Coaching und Consulting Services heißt die Firma. Der Brand ist letztendlich Klein Marketing und ja, wir haben uns auch spezialisiert auf Vertrieb und Marketing-Unterstützung für ja, Spezialisten. Also in der IT-Branche, die halt schon Spezialisten sind und dort eben Wachstum wachsen wollen, ja, also und auch wir das Potenzial sehen, dass dort ja, der Markt und das alles halt eben passt, ja. Und die aber letztendlich, denen es halt einfach an Vertriebs- und Marketingstrategien und Umsetzungen und allem Möglichen fehlt in der Regel, ja, weil es teilweise nur 2 oder 5 Personen sind oder gerade eben Startup, ja, wenn eine Software super gut sind in ihrer Software, die sie halt entwickeln oder in Dienstleistungen, die sie anbieten, aber halt null Marketing und Vertrieb haben und genau diese solche Nischen, ja, du sollst dich auf solche Nischen konzentrieren, denn wenn du das nicht tust, egal ob das Steuerberatung ist, Rechtskanzleien, also ob du Jurist bist oder Betriebswirt oder im produzierenden Gewerbe, ja, da sehen wir es ja eh schon im produzierenden Gewerbe, ja, also wie Roboter halt immer mehr alle einfachen Arbeiten einfach wegrationalisieren. Und diejenigen, die nicht wegrationalisiert werden, die werden halt eben nach Osteuropa ausgelagert für ein paar Jahre, solange es eben noch nicht, wo halt einfach die Arbeitskraft 450 Euro im Monat kostet, ja, also. Wir sehen es ja jetzt, der BMW öffnet ein Werk in Ungarn, andere, die ganzen Autozulieferer gehen alle nach Tschechien oder nach Polen und nach Rumänien. Dort sitzen im Übrigen auch die meisten, also Programmierer aller IT-Häuser mittlerweile. Ja. Auch das wird sich dann immer weiter verschieben nach Indien und so weiter, wenn die alle aufgeholt haben und dann wird das Ganze noch billiger und wenn du kein Spezialist bist oder kein Spezialistenwissen hast, dann wirst du halt entweder ins Grundeinkommen abrutschen, ja, weil du einfach nichts mehr findest, zumindest hier nicht. Ja, also muss hier, also die Mittelschicht wird es hart treffen. Ja? Schau, dass du dich spezialisierst. Und ich meine, ein paar Fremdsprachen sind nie verkehrt, abgesehen von dem ganzen Spaß, den du da haben wirst. Und Master Degree ist ja letztendlich auch nur eine Spezialisierung deines bevorigen Bachelor-Degrees. Ja. Deswegen ist das alles eine Möglichkeit. Du kannst dich natürlich auch ganz individuell weiterbilden. Ja. Okay, das war jetzt halt sozusagen zum Thema Bildung, in dich selber weiterbilden und so weiter, als Opportunitätskosten, wenn du dir jetzt ständig die Frage stellst, ah, soll ich habe jetzt ein bisschen Geld und wo soll ich das investieren in der Börse? Es gibt auch noch andere Möglichkeiten zu investieren. Ja. Also Cashflow, dein persönlicher Cashflow. Also nur mal jetzt als Beispiel, wie das Finanzamt hier macht bei uns in Deutschland. Die nehmen einfach die letzten 24 Monate, die sind bei mir zum Beispiel sehr gut gelaufen von meinem Business und projizieren das auf die nächsten 12 Monate. Das heißt, ich muss also für die nächsten 12 Monate schon Steuern zahlen, die noch gar nicht eingenommen habe, obwohl vielleicht jetzt gerade die Auftragslage nicht genauso identisch ist wie die letzten 24 Monate. Aber das ist eben so. Eine Prognosemöglichkeit, die letztendlich auch von unserem System so durchgeführt wird. Das könntest du für dich persönlich natürlich auch verwenden. Also mit anderen Worten,
wenn du dir die Frage stellst, soll ich jetzt diese oder jene Aktie kaufen? Ja, das kann jetzt halt bei der Gazprom, die ist jetzt auf 4,80 € gefallen, ja, genau der richtige Zeitpunkt sein. Es kann aber auch sein, dass die nochmal auf 3 Euro fällt, wenn wir jetzt einfach sozusagen den Tsunami halt noch bekommen, ja. Also ich meine, wir haben letzte Woche Donnerstag die, ich habe da schon einige Posts gemacht, letzte Woche Donnerstag haben wir ja, die Federal Reserve hat die Zinssenkung um 0,5 Basispunkte, also nicht 0,25, sondern gleich 0,5. Ja, also den Spielraum schon mal die Hälfte von dem, was sie noch senken können, haben sie schon mal gesenkt und das auch noch, also frühzeitig, also sie hätten ja auch noch 2 Wochen warten können oder so, ja. Also und all diese Sachen haben natürlich die Börse noch mehr verunsichert, weil sie sich gesagt haben, hey, dann noch mit dem Zusatz, naja, eigentlich nutzt es ja eh nichts, wir können eh nichts an Corona ändern, aber wir senken einfach mal die Zinsen einfach trotzdem und so weiter. Also mit so einer idiotischen Handlung, ja, wird natürlich noch weiter alles verunsichert und da fragt sich dann letztendlich auch der letzte Trader oder Anleger, naja, vielleicht ist das ganze System doch ein bisschen fauler als so projiziert und jetzt war das jetzt erst der Anfang von dem ganzen Erdbeben. Das war sozusagen erst so ein sogenanntes Vorbeben letzte Woche. Und ja, es könnten noch weitere Nachbeben oder das Hauptbeben könnte uns noch bevorstehen, ja. Tja, da musst du dir halt die Frage stellen, wie ist denn deine Cashflow-Situation? Wenn du jetzt, sagen wir mal, ich weiß nicht, jetzt sag ich mal irgendeine Zahl, du hast jetzt 10.000 Euro Pulver trocken, ja, könntest du investieren. Es kann die richtige Entscheidung sein, das jetzt in Gazprom zu investieren, langfristig, wenn dein Cashflow 5.000 Euro netto im Monat ist und der relativ sicher auch noch die nächsten 12, 24, 48 Monate fließen wird. Wenn du jetzt 10.000 Euro hast, dieselben 10.000 Euro, aber du bist Angestellter und dir bleibt im Monat 150 Euro übrig, ja, das heißt, du müsstest ein Jahr sparen, um 10.000 Euro dir zusammenzusparen. Ja. Dann wäre vielleicht jetzt, dann würde ich vielleicht nur die Hälfte nehmen oder nur ein Drittel oder nur ein Viertel oder das aufteilen oder mich weiterbilden. Ja. Oder 50-50 weiterbilden und dann und so weiter. Ja. Und das ist eben, das sind einfach Fragen, die nur jeder für sich selber beantworten kann. Naja, zumindest ganz insbesondere, wenn du halt irgendwie anonym irgendwelche Kommentare oder Fragen stellst auf Portalen oder im Internet, im Social Media Bereich, also soziale Medien, YouTube, Facebook und so weiter, wo kein Mensch was über dich weiß, ja, egal wo du diese Fragen stellst, auf welchem Aktienkanal auch immer oder welchem Guru-Kanal, keiner wird dir dann einfach hier eine vernünftige Antwort geben können, also so wie ich es vorhin eben gezeigt habe. Weil keiner deine Situation kennt. Ja? Deswegen ist es völlig überflüssig, solche Einzeilerfragen halt irgendwo in sozialen Medien zu posten. Ja? Ohne Background Knowledge, also ohne deine Hintergründe zu kennen. Und weil diese Frage wird auf vielen Kanälen vielleicht beantwortet werden, aber in keinster Weise wird dir diese Frage vernünftig und kundengerecht, ja, beantwortet werden können, weil eben keiner deine Situation kennt. Ja. Also das möchte ich hier nochmal ganz wichtig, ganz betonen, weil in den sozialen Medien, da passiert so viel. Ich verfolge auch einige wirklich gute Kanäle und so weiter, wie zum Beispiel Markus Koch und so, ich finde auch sehr lustig. Ich schaue mir zum Beispiel auch manche Kanäle an, weil ich es ja auch unterhaltsam finde, ja. Aber die ändern auch jeden Tag irgendwie ihre Meinung, ja. Besonders in so wirklich hochvolatilen Zeiten. Ne? Ich meine, also an einem Tag heißt es noch, ja, ich habe 80% Cash. Am nächsten Tag schaust du die nächste Folge an und dann heißt es, naja, ich habe jetzt meine Position ausgebaut. Ja, in welche Richtung? Ja, da. Das ist dann teilweise so Halbwissen auch, wo du immer so aufschnappst, ja. Also das ist ganz, ganz gefährlich. Ich sehe sogar da eine re relativ große Gefahr mit diesen ganzen sozialen Medien, weil da einfach so viel gepostet und gemacht und getan und dann und viele Anleger oder User oder Nutzer oder Follower dann ihre Entscheidungen auf diesen ganzen
Informationssumpf dann basierend Fällen, die ihr Leben gravierend in die eine oder andere negative Richtung beeinflussen könnten. Ja? Also setz dich mal hin und mach dir Gedanken und treffe deine eigenen Entscheidungen und lass dich nicht so von so ja, irgendwelchen Instagram-Posts hier maßgeblich beeinflussen, in wo du jetzt gerade deine Pippen, also dein Geld investierst. Ja, ich finde das teilweise echt gefährlich sogar. Und das sind halt Leute, die haben 10.000, 100.000 Follower oder was weiß ich, ja. Und Leute schauen sich das an und sind natürlich beeinflusst, weil wir können ja gar nicht anders, ja. Nur macht es umso bewusster, ja. Und versuche immer deine eigenen Entscheidungen dann zu treffen. Oder schau einfach mal diese Kanäle einfach mal eine Zeit lang gar nicht. Ja? Oder blende die einfach mal aus und konzentriere dich auf deinen eigenen Shit. Ja? Finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich habe das auch festgestellt, dass es einige wirklich lustige Kanäle gab, die ich mir immer angeschaut habe. Ja? Über die letzten Monate und auch Jahre teilweise hinweg. Besonders als jetzt die Aktien wieder so gut liefen, ja, ist es auch immer lustig. Aber wenn es dann mal nicht so rund läuft und auch diese Kanäle und die letztendlich auch davon leben teilweise und dann auch nicht mehr wissen, was sie eigentlich sagen sollen, die halt auch dann sozusagen täglich ja, immer ihre Posts machen müssen, um das halt einfach alles am Laufen zu halten, aber auch keinen Stein der Weisen vorzuweisen haben. Also nicht sagen können, was jetzt Sache ist oder was man am besten tun sollte. Weil einfach insgesamt im Markt so krass viel Unsicherheit ist, dass es keine einzelne Person weiß momentan, was das Richtige und was das Falsche ist. Keiner. Ja? Also da kannst du mir auch einen Ray Dalio hinstellen. Ja? Der hat auch, der sagt ja selber von sich, er hat keine Ahnung. Ja, sondern er hat sein ganzes Team und seine ganzen Computer und alles zusammen, ja, modeln dann halt die bestmöglichen Entscheidungen hin. Der fällt seine Entscheidungen nicht alleine. Ja, der sondern auf, basierend auf seinen ganzen Computerprogrammen und sein riesiges Team von Hunderten von Analysten. Ja, das brauchst du mir nicht erzählen. Also, wenn du dir irgendwo da so ein Interview, 1:1-Interview mit Ray Dalio oder was weiß ich, wie die alle heißen, anschaust und glaubst, du kannst dir da jetzt halt sozusagen die beste Kauf- oder Verkaufempfehlung abholen, ja, dann viel Glück und viel Spaß. Ja? Also wir leben in so einer derartig komplexen Welt, besonders in der Finanzwelt, dass du auch von einem einzelnen Guru oder was auch ich, ja, oder auch meinetwegen Warren Buffett oder so, da musst du dich schon selber hinsetzen, ja, und deine eigenen Strategien ausarbeiten. Ja, ja das nächste wollte ich noch hier besprechen, an der Börse investieren als Vorwand, ja. Das führt nämlich auch da rein, also auch zu den anderen Punkten, hängt ja auch miteinander zusammen. Ich habe manchmal einfach so das Gefühl, dass viele sozusagen also in der Börse investieren, so als easy way out, also als einfacher Ausweg, ja, oder als Vorwand hernehmen. Einfach zu sagen, naja, ich habe jetzt mir ein bisschen Geld gespart oder ich verdiene oder ich arbeite fleißig und so weiter, ich bin angestellt irgendwo und es kommt immer was rein. Und jetzt schaue ich mich mal ein bisschen um an der Börse und so, weil was so die guten Investments sind und dann tue ich da mein Geld rein, investieren. Und dann wird das schon alles. Und dann passt es. Ja, also letztendlich, ich lasse den Markt halt für mich arbeiten oder andere Firmen für mich arbeiten. Ich investiere in andere Firmen. Ja, und dann brauche ich ja selber nichts mehr. Dann brauche ich ja nicht selber mehr an mir arbeiten. Ja, sprich, Stichwort Weiterbildung. Ja, Stichwort mich zu spezialisieren. Ja, mir vielleicht ein Unternehmen selber aufzubauen, mich selbstständig zu machen. Ja. Denn da sind die echten Hebel, meiner Meinung nach. Und ganz besonders, wenn du am Anfang bist, ja, und am Anfang sein, ist alles unter 100.000 Euro Nettovermögen, ja. Das ist alles am Anfang, weil, was willst du denn, sag mal, egal was du tust an der Börse, ja, du wirst immer langfristig entweder viel zu hohe Risiken eingehen und dann vielleicht Glück haben, mal eine Zeit lang,
Aber wirklich langfristig, besonders wenn du jünger bist, ja, sagen wir über 10, 20, 30 Jahre, wenn du auch alles richtig machst, wird deine Rendite nie recht viel größer sein wie 7 bis 12%. Ja? Und wenn du jetzt 50.000 hast, kannst du mal ausrechnen, wie lange das dauert, bis du Millionär bist. Ja? Also, eventuell ist in ein paar Jahren die Inflation schon 7%. Ja? Also von daher, mach dir lieber mal Gedanken, wo du vielleicht Talente hast, ja, wo du dich vielleicht spezialisieren kannst, wo du dich weiterbilden kannst, wie du dich weiterentwickeln kannst, wie du vielleicht die Digitalisierung für dich nutzen kannst, Stichwort Selbstverwirklichung im Online-Business gründen oder in den Social Media, dir einen eigenen Kanal aufbauen, all diese Dinge. Ja, ich könnte hier mal an Gary Vee oder so verweisen, der ist wirklich hochmotivierender Typ. Also all diese Dinge, die ich auch teilweise viel zu wenig gemacht habe in der Vergangenheit. Wenn du zum Beispiel einen Oldschool-Job machst, ja, wie zum Beispiel analoge Marketing oder Vertrieb, ja, ist noch riesengroß, auch besonders in der IT-Branche. Das ist ja gerade auch da die Transformation, ja, wo wir auch in dem Business sind. Der absolute Wahnsinn, ja. Teilweise noch wirklich in der Steinzeit, wie wir uns bewegen, also bei vielen Mittelständlern, ja, die nicht mal ein CRM haben oder sowas, weil sie sagen, naja, das ist mir alles zu kompliziert, jetzt gab es die DSGVO und hier Datenschutz und all, dann machen wir eben am besten gar kein CRM, ja. Es ist der Wahnsinn. Ja. Und wie du halt hier sozusagen dir ein Cutting Edge, also einen Wettbewerbsvorteil, indem du dich einfach da spezialisierst und einfach mal da sozusagen an dir selber arbeitest und nicht da erwartest, dann, dass du ein paar Piepen, ja, so ein bisschen Geld irgendwo in die Börse und irgendwie ein tolles System oder irgendwie ein paar Leserbriefe, ein paar Börsenbriefe an abonnierst, da zahlst du dann deine 60, 100 € im Monat rein. Ja, und dann machst du eben immer das, was da drin steht und dann wird dann dein bisschen Geld, deine 500 €, die du halt im Monat übrig hast, die werden dann schon irgendwann mal eine Million wert sein. Ob das der optimale Hebel vielleicht für dich überhaupt ist. Ja? Ob du vielleicht nicht die Zügel selber in die Hand nehmen solltest und einfach Wege findest, eventuell mit deinen Talenten, die du vielleicht noch gar nicht so richtig erkannt hast, einen ganz anderen Hebel zu fahren. Ja? Wo du vielleicht aus 50.000 mal 5 Millionen Euro machen könntest, theoretisch. Ja? Ich kenne dich jetzt nicht. Ja? Das ist ja hier jetzt eine anonyme Präsentation zu irgendwelchen Leuten, die eben gerade zufällig dieses Video schauen. Aber es gibt da eine Menge verborgenes Potenzial, ja, das jetzt auch teilweise über verschiedene Kanäle auch immer mehr freigeschaufelt wird. Ja, man sieht es ja überall, fliegt einem das gerade auch um die Ohren. Aber viele, viele, viele Leute sind da eben noch gar nicht mit berührt. Ja, Bequemlichkeit ist der größte Feind von Weiterentwicklung und von Fortschritt. Du kannst das vielleicht auch, wenn du schon ein bisschen älter bist, wann waren die Punkte in deinem Leben, kannst du mal zurückblicken, wo du dich quasi, wo du richtige Schübe bekommen hast? Also bei mir war das immer oder häufig immer dann, wenn es mir am dreckigsten ging. Ja, also wenn ich absolut pleite war und ich nicht wusste, wie meine Miete zahlen muss und so weiter in London oder irgendwo mit der fetten Miete im Rückstand 3 Monate, ja, so kurz davor auf die Straße geschmissen zu werden, dann war ich auch am innovativsten. Ja, klar. Ja, weil du, dann kannst du dir Bequemlichkeit nicht leisten, wenn du jetzt in Deutschland deinen festen Job hast. Und falls du den verlierst, dann wirst du immer noch, kriegst du noch eine Lohnfortzahlung, ja, und dies und das und Hängematte, ja, immer dieses Hängematte-Gedankengut, das irgendwann jetzt auch nochmal vorbei sein wird, spätestens dann, wenn die nächsten 50 Millionen Flüchtlinge kommen, die letztendlich, wo wir dann letztendlich unsere letzten Sozialreserven dann auch noch mit denen aufteilen, also dann wird sich das Ganze noch sehr stark beschleunigen. Und dann wirst du halt einfach plötzlich dann nur noch 40% Arbeitslosengeld bekommen oder sowas, ja. Also mach dir mal Gedanken, ja, wie du aus dieser Komfortzone rauskommen könntest. Und ich kann dir eins versprechen, so ein Sprachkurs für einen Monat oder sowas wirkt da manchmal Wunder. Ja, da kriegst du Motivationsschübe, da lernst du andere Leute kennen, da lernst du kennen, wie Leute aus Ländern wie den USA und so weiter, wo du grundsätzlich nie mehr kein Angestellter, niemand hat dann länger wie 14 Tage Urlaub im Jahr. Das gibt es dort gar nicht. Ja? Und in den 14 Tagen musst du halt alles erleben, was du erleben willst. Ja? Deswegen sind die ja so
so energiegeladen, ja, weil die haben einfach gar nicht diese Zeit, da rumzuhängen, ja, den ganzen Tag am Strand. Ja, die gehen vielleicht für 2 Stunden an den Strand und dann machen sie 2 Stunden das und 2 Stunden das Sightseeing und dann 2 Stunden noch das und das und das und das. Ja, und dann schlafen die irgendwann ein bisschen was und so weiter. Also, und auf einer Makroebene müssen wir als Nation, ja, oder Europa, wo wir einfach ein bisschen ja, trödeliger sind, ja, müssen wir letztendlich auch mit diesen anderen Kontinenten, die jetzt auch wirklich stark im Kommen sind, wie Indien und so weiter, die werden uns sowieso also irgendwann mal platt machen, ja, weil ich sehe auch nicht, dass wir hier jetzt halt auf einer Makroebene uns groß hier dynamisieren und ändern. Also die Hoffnung stirbt zuletzt, aber vielleicht ein paar einzelne Personen in die richtige Richtung gehen, ja, auch über meinen Kanal oder andere Kanäle vielleicht auch ein bisschen motiviert werden. Ja, mangelnde Eigenverantwortlichkeit, das ist halt auch wieder das rührt meistens aus mangelndem Selbstbewusstsein. Die richtige Börsenstrategie wird den Erfolg schon bringen. Ja, das ist halt einfach das, genau dieses Thema. Ja, einfach Verantwortung einfach abzuschieben auf irgendwelche Börsenbriefe, irgendwelche tollen Sachen, die mir dann sagen, ja. Ich will einfach nur jetzt die Info haben, soll ich jetzt die Gazprom-Aktie kaufen, ja oder nein? Anstatt dass ich mir selber anfange, darüber zu studieren und sozusagen meine eigenen Sachen zu machen, ja, selber produktiv und kreativ zu werden, mich selber einzuarbeiten, mich weiterzubilden, mir überhaupt mal out of the box Fragen zu stellen, wie ist es ob die richtige Frage, die ich jetzt gerade stelle? Ja? Oder sollte ich mir vielleicht die Frage stellen, was ist mein nächster Weiterbildungs-Move? Ja, was ist mein nächster Schritt in Sachen Spezialisierungsgrad bei dem, was ich gerade tue? Was ist mein nächster Schritt in Richtung Selbstständigkeit? Ja, oder auch nicht und so weiter. Also, ja. Damit so wollte ich diese Präsentation mal belassen. Ich denke, ich hoffe, ich konnte hier einige Tipps und ja, auch Erfahrungswerte weitergeben, besonders auch an jüngere Leute. Ja. Aus mittlerweile ja über 20 Jahren oder noch länger Erfahrung. Und ja, dann freut es mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Gebt mir einen Daumen hoch oder teilt dieses Video, wenn ihr Bock habt, oder kommentiert dieses Video, wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder Verbesserungsvorschläge. Dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Genießt die Sonne auf dem Cappuccino. Also, wenn es auch nur 10 Minuten sind. Vitamin D, ja. Oh, sehr, sehr wichtig, auch gegen den Coronavirus, ja. Und weitere Videos zum aktuellen Marktgeschehen und allen anderen Themen wird es dann auch in naher Zukunft wieder geben. Also schaltet wieder ein, aktiviert die Glocke, dann bleibt ihr mit dabei. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Thomas Klein. Ciao, ciao.